Also zurück zum Thema 50er Special. Ich könnte natürlich meine Abonnenten vorlesen, das finde ich aber doof. Zum einen, weil es dann einfach nur ein Video wäre, wo ich irgendwelche Sachen vorlese. Zum zweiten, weil ich nicht alle Abonnenten aufzählen kann, denn YouTube hat da so eine Funktion. Ich kann meine Abonnenten nur dann sehen, wenn ich selbst oder wenn diese das freigegeben haben. Aua. Und, aua. Genau, au. Und nicht jeder hat das freigegeben und dann sehe ich das natürlich auch nicht bei allen. Rar, au. So, da drüben komme ich her. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch ein Level. Kann das sein? Ich probiere es mal mit Wizard Peak. In der Hoffnung, dass es da zwei Eier gibt. Denn dann könnte ich das, denke ich mal, hier abschließen. Gucken wir doch gleich mal nach. Hier gibt es zwei Eier, 500 Steine, drei Drachen. Na denn? So, als erstes check ich mal hier aus. Haha, guck mal an. Bleib da, ich brauch dich. Da ist Sparks, den einen da haben wir aber vergessen. So. So, was haben wir denn hier sonst noch so? So kann ich nicht lange. Also fliege ich dann erstmal darüber. Ich glaube, da gibt es sowieso nichts anderes als Edelsteine. Das ist mir. Ja, Mann, ja, dann nochmal. Wir haben ja noch drei Leben, nicht? Das reicht doch vollkommen. So, jetzt du kleine Ziege da oder was auch immer du sein willst, bleib bitte da oder gib mir ein Leben. Jetzt habe ich sie schon weggebrannt. Also. Jetzt nochmal schön langsam, ruhig. So, hier ist ein Dings da, Strudel. Ich gehe zunächst mal ganz nach oben, bevor ich hier nochmal wegfliege. Da hinten ist was. Ich flieg da mal hin. Auch wenn es der Anfang wohl ist, oder? Nicht unbedingt. Es ist irgendwas, aber nicht der Anfang. Ah, okay, also hier wäre ich sonst so nicht raufgekommen. Deswegen ist es halb so wild, dass ich da jetzt lang geflogen bin. Dann fliegen wir noch mal schnell darüber. Autsch. Ist schon wieder etwas unübersichtlich, das Level, aber das macht nichts. Da komme ich schon irgendwie mit zurecht, denke ich. So, den mitnehmen, den mitnehmen. Dann rennen wir mal da hoch. Da waren nämlich auch noch ein paar Edelsteine und so ein Dings und ein Leben. Das ist viel wichtiger. So, also jetzt machen wir jetzt dann da hoch. Da ist ein Drache. Den nehmen wir natürlich mit. Wen haben wir hier? Jarvis. So heißt übrigens der Computer von. Willkommen in Wizard Peaks. Hier kannst du den Supersprint besonders gut einsetzen, um diese Zauberer fertig zu machen. Jarvis heißt der Computer von Iron Man. Nur so als kleine Anekdote am Rand. Nichts, was man wissen müsste, aber was man doch gerne wissen kann. So, jetzt bin ich in dem Raum, den ich gerade eben angeflogen habe. Jetzt hilft mir natürlich. Nee. Aua. Ja, da lacht er. Pass mal auf, wie du gleich noch lachst, wenn ich dir hier so mit Feuer eins über den Schädel gebe. Da ist jetzt noch so ein Dicker. Kann ich die anrennen? Ja, passiert aber nichts. Deswegen vermute ich mal. Ich wollte gerade sagen, warum geht denn der nicht kaputt? Autsch. Wo ist er denn jetzt hin? Kann er sich teleportieren? Nö. Ich treffe den einfach nur nicht. Halt doch mal still. Danke.
Naja, okay, da oben komme ich auch nicht dran. Da muss ich vermutlich auch irgendwo rumfliegen. Da ist noch ein Edelsteinchen. Ansonsten sehe ich hier gerade mal noch nichts. Deswegen gehen wir doch mal weiter gucken. Ah, das ist der Anfang. Ja gut, dann nehmen wir nochmal den Weg da hinten hin. Natürlich den sicheren Weg, so sicher es nun mal geht. Da drüben ist diese Brücke, okay. Und dann haben wir hier noch ein paar Wege, die wir noch gehen können, die wir noch gar nicht gegangen sind. Aber ob ich die jetzt alle nochmal zusammenkriege? Ich weiß es nicht. Da drüben zum Beispiel, da könnte ich hinfliegen. Reicht das so? Das reicht so. So, ich habe jetzt gar nicht nachgesehen, wie viele Edelsteine. Oder ich habe nachgesehen, habe es aber schon wieder vergessen. So, das haben wir dann hier einmal umrundet. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Das ist der Weg dahin. Okay, hier gibt es ansonsten nichts, aber ich habe da unten, glaube ich, Kisten gesehen. Ja, Kisten und Edelsteine. Nicht so nah an den Rand, kleiner Drache. Das ist gefährlich. Habt ihr gesehen? Die Wand hat mich zurückgestoßen. Die Dreckswand. Mano. Na gut, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als noch ein paar Leben zu sammeln. Wo geht's denn eigentlich da lang? Ach so. Jetzt, Entschuldigung, ich war gerade geschockt, dass ich da so abgehoben bin. Ich habe nur noch 3 Leben. Manu. So, komm her, dich mache ich auch noch rund. Ich muss jetzt alle Steinchen hier einsammeln, die ich kriegen kann. Also diese blauen Steinchen da, meine ich. Bin ich da hochgelaufen? Bin ich denn da lang gelaufen, da? So, ich möchte mal noch nicht weiter stürmen. Okay, da ist eine Kiste. Die renne ich natürlich gleich um. So, die 2 Steine nehmen wir auch noch mit. Naja, okay, so viel zum Thema. Die renne ich dann gleich mal um. Hexus. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte, gern geschehen. Das ist schön, dass du dich kurz hältst. War das nicht? Das war jemand anderes. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ich nehme mal noch ein bisschen größeren. Ja! Ich habe die Kiste verpasst. Das ist natürlich bitter. Ich möchte die doch treffen. So, jetzt nochmal hier hoch. Umdrehen und dann runter stürmen. Ich bin einfach zu schnell. Beziehungsweise ich sollte nicht da springen, sonst hebe ich ab, sondern ich sollte tatsächlich im Bogen laufen, dann sollte das besser gehen. So, komm her. Ich krieg dich. Du Kiste. Ich krieg dich nicht, du Kiste. Manu, ich will doch nur die Kiste treffen. Ich treffe die Kiste nicht. Ja, geht doch. Ist gut, hör wieder auf zu rennen. Den Edelstein hat er eingesackt, okay. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich hier reinrennen muss. Also habe ich jetzt schon 2 Dinge, die ich, 2 Rampen, die ich bewegen muss. Oder denen ich nachgehen sollte. Ach, ein Eierdieb. Sieh an. Kann man da runterfallen? Ja, kann man, aber es macht nichts. Es ist nur nervig, wenn ich runterfalle.
Die Suppe sollte ich vielleicht auch nicht reinfallen. Das würde dem Ganzen helfen. So, Eierdieb geschnappt. Fehlt noch einer. Den finden wir aber bestimmt auch recht zügig. Zunächst gehe ich mal hier nach oben. Mal sehen, was es hier alles so gibt. Ey, ich wollte dir helfen, du Dödel. So, hier gibt's keinen Eierdieb. So, was haben wir denn hier noch? Lukas. Der Lokomotivführer-Drache. Hör gut zu, Spyro. Es gibt einen geheimen Bereich in der Artisan-Welt. Er befindet sich am Wasserfall. Spring dort auf die Steine. Artisan-Welt. Wasserfall. Klingt gut. Das muss ich mir merken. Das schreibe ich mir am besten auf, bevor ich es vergesse. Nee, Stift und Papier. Artisan. Wasserfall. Steine. Das kann ich zwar jetzt schon nicht mehr lesen, aber ist egal. So, nach Hause zurück möchte ich noch nicht. Ich habe noch. Yay. Ich habe noch so ein paar Sachen zu holen: ein Ei und ein paar Edelsteine. 134 Edelsteine. Okay, da hätten wir eine Rampe, die nehme ich gleich so mit. Und das da wäre die andere, da brauche ich aber mehr Anlauf. So, die Kurven nicht zu eng nehmen, sonst wird es nichts. Da war noch eine Kiste. Yes! Sehr schön. Und ich denke mal, dass hier alle oder fast alle Edelsteine zu finden sind. Es ist so eng hier hinten. So, ich glaube, 100 Steine fehlen jetzt noch. Komm mal her, du Dings. Und dann... Na, schon knapp. Können wir noch die andere Rampe nehmen. So, die haben wir geschafft. Und diese Kiste da, habe ich gemeint. Die war ganz schön fies versteckt hier in der Ecke. So, dazu muss ich... da lang rennen. Und dann gehe ich mal rechts rum. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es lieber, wenn ich links drücken muss, um irgendwo lang zu laufen. Ich habe so ein bisschen einen Linkshang. Auch wenn das schon extrem knapp war. Hüp. Sehr fein. Ich höre auch einen Eierdieb und ich habe die Angst, die Befürchtung, dass er sich da hinten dran versteckt. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass er da hinten dran steckt. Nein, ach du blöder Kerl. Na, zumindest habe ich das Ei bekommen, oder? Jo. Fehlen noch 22 Steinchen. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal dahin fliegen. Das ist ärgerlich. Ärgerlich lässt sich aber nicht vermeiden und dann fehlen, glaube ich, immer noch ein paar Edelsteine. Das heißt, ich muss das Level nochmal ein bisschen genauer erkunden. In der Hoffnung, einen Edelstein zu finden. Diesen einen Magier zum Beispiel, den habe ich ja nicht mehr gesehen, oder? Zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern. So. So, der ist mir jetzt gerade mal ganz egal, dass der da hinten ist. Vielleicht kann ich ihn auch einfach... Ja, ich hätte ihn auch einfach abfackeln können, dann hätte das auch funktioniert. Aber gut, man lernt aus seinen Fehlern. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Da hinten, denke ich mal. Flieg, kleiner Drache, und flieg weit. Danke. So, und jetzt noch den Magier da, den einen. Den muss ich dazu allerdings erst nochmal finden. Ich renne nochmal da hoch. So, da links... Das ist der Raum, den ich angeflogen habe. Ach, da geht es noch ein Stückchen weiter. Sehr schön. Ah, da geht es wieder zurück. Richtig, da war ich nämlich auch schon. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Das auch nicht unbedingt, aber na gut. Ich lasse es über mich ergehen. Die anderen Gegner finde ich auch noch jemanden.